Der Audi Star Talk aus dem Audi Forum Ingolstadt. Heute zu Gast der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft Mark van Bommel und die Bundesliga-Legende Mario Basler. Herzlich willkommen im Audi Star Talk. Mario Basler und Mark van Bommel. Guten Abend. Und guten Abend auch zu Hause, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und ich glaube, die beiden Gäste garantieren schon für einen unterhaltsamen Abend. Marc, bei dir muss man ja sagen, wir haben uns aufs Du geeinigt heute vor der Sendung. Bei dir muss man ja sagen, willkommen zurück in Deutschland. Ist, glaube ich, seitdem du weggegangen bist, das erste Mal, dass du jetzt wieder zurückkommst. Morgen Abend beim Audi Cup geht es gleich gegen deine alten Kameraden. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich auch bedanken, dass das heute geklappt hat. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man am Abend vor einem Spiel in eine Fernsehshow darf. Und einen Riesenapplaus nochmal an den AC Mailand, der das möglich gemacht hat. Danke. Dankeschön. Marc, du hast vorhin, als wir uns in der Maske unterhalten haben, hast du erzählt, dass ihr gerade Vorbereitung hattet. Der Trainer hat euch richtig rangenommen, oder? Das gehört ja so ein bisschen auch dazu. Ja. War sehr hart. Ja, wir haben eine sehr harte Vorbereitung. Ja. Deswegen hoffe ich auch, dass wir morgen ein sehr gutes Spiel machen, weil es ist nicht so einfach. Wir haben uns auf 6. August eingestellt. Das ist das Supercup-Spiel gegen Inter in Peking. Und der Trainer hat schon von vorher gesagt, wir halten keine Rechnung mit dem Spiel in München. Aber natürlich, das ist ein bisschen Prestige und wir wollen natürlich nicht verlieren. Und als wir über das Lauftrainingslager gesprochen haben, kamen bei dir auch alte Erinnerungen hoch. Lauftrainingslager war, glaube ich, bei dir auch immer schön. Da kann ich mich ganz schlecht dran erinnern, an solche Dinge. Ja, ich habe dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe dann immer so ein bisschen Magenverstimmung gehabt. Und ja, musst du nicht so viel laufen wie die anderen. Heute allerdings bist du ja derjenige, der mit spitzen Bleistift auch gerne mal bewertet, was die anderen machen. Ich glaube, geht jetzt demnächst wieder los. Große Kolumne in der Bild. Jeden Tag. Super Mario gibt Gas. Wann genau? Ja, diese Woche. Ich glaube, am Donnerstag kommt die erste Kolumne raus. Und die Vereine, Spieler, Trainer freuen sich schon wieder. Die Manager auch. Und ja, das ist ja immer schön. Keiner liest meine Kolumnen, aber alle rufen sie mich dann an und beschweren sich, warum gibt es nur 3 Bälle, 5 Bälle. Das ist immer wieder jedes Jahr interessant. Wie ist das für euch Spieler, wenn ihr denn so eine Kolumne lest, so von Mario? Ich muss sagen, ich habe sie auch nie gelesen. Ist klar. Mario war natürlich ein super Spieler. Ich habe natürlich immer im Fernsehen beobachtet, ich habe einmal gegen ihn gespielt. Und natürlich macht es auch ein bisschen mit Spaß, aber es sind natürlich auch sehr viele seriöse Tonen dabei. Also das ist kein Unsinn, was er da erzählt. Ja, das ist dann hoffentlich auch in Zukunft so. Mario, du hast einen neuen Zusatzjob sozusagen angenommen. Du gehörst zum Expertenteam des Sport1 Doppelpasses, sozusagen in der Nachfolge von Udo Lattek, gemeinsam mit Thomas Helmer und Thomas Strunz. Dürfen wir uns da jetzt demnächst auf Klartext am Sonntagmorgen freuen? Naja, wenn es sein muss, schon. Ist ja doch klar. Ich meine, das weiß ja jeder. Ich bin nicht jemand, der hinter der Hand hält, sondern ich sage da meine Meinung. Und es muss ja auch nicht jeder meiner Meinung sein. Aber wenn ich eine Meinung zu irgendetwas habe, dann sage ich die und ja, und lass mich davon auch nicht abbringen. So kennen wir dich auch jetzt schon über viele Jahre. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen eintauchen auch in eure Karrieren. Da ist ja wirklich unheimlich viel drin. Das hat man im Vorspann schon vorhin gesehen, Marc. Wir haben uns mal mit der Redaktion die Frechheit in Anführungszeichen erlaubt und haben deinen Vater angerufen. Und dein Vater hat uns ein bisschen was erzählt, so wie das bei dir früher alles angefangen hat. Und was ich richtig schön fand, er hat uns auch ein paar Fotos zur Verfügung gestellt. Unter anderem, gucken Sie mal, meine Damen und Herren, der erste Spielerpass von Mark van Bommel. Oh. Mei. Das waren noch mal Zeiten. Ne? Das sieht doch noch richtig süß aus. So, das nächste Foto, was wir haben, ist dann Mark van Bommel. Schon ganz in jungen Jahren. Schau mal. Im Trikot. Ja. Das AC Mailand. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, auch bei dir im Kinderzimmer gegangen haben. Ja, aber ich war damals auch Fan. Das war die super Jahre mit das holländische Trio. Von Basten. Rijkaard van Basten Gullit. Und ja, da sieht man, ich habe das öfter erzählt, auch in die Presse. Und da haben meine Mitspieler immer gesagt: Ja, du sagst immer, dass du spielst bei deinem Lieblingsverein.
Aber jetzt sieht man auf das Foto von meiner Kindheit, dass AC Mailand einer meiner Lieblingsvereine war, so wie Barcelona und Bayern München auch. Ja, und wir haben den Beweis. Wir können das nämlich zeigen. So, wir haben noch ein Foto aus deinem Kinderzimmer. Und zwar geht es diesmal um den FC Bayern. Ja, da sieht man auch. Das ist noch das alte Logo. Das alte Logo, ja. Und was ich besonders hübsch finde, ist das Bild für den FC Barcelona. Da sieht man nämlich jetzt Marc van Bommel wie folgt. Das war einer mit kurzer Hose, war das noch. Ja. gefühlt würde ich sagen, du bist der erste Profi, der so mit 10 schon einen eigenen Porsche hatte. Ja, ja, das war mein zweites Auto. Oder? Das war's. Ja, ja. Sehr hübsch. So, und dann, was haben wir noch vorbereitet? Natürlich einen schönen Film. Den hat mein Kollege Enrico Wolski gemacht. Und zur Einleitung würde ich gerne ein Plakat schnell zeigen. Und zwar, als du gegangen bist, haben die Bayern-Fans ja keine Gelegenheit gehabt, sich auch von dir zu verabschieden und haben dann ein Plakat aufgehängt. Und zwar dieses hier. Charakter, Identifikation und Herz. Danke an einen großen Kapitän. Marc van Bommel hat Spuren in der Bundesliga hinterlassen. Und welche, Enrico Wolski? Tja, Mario, das war sicherlich ungewöhnlich, dass der Kapitän des FC Bayern München in der Winterpause den Verein verlässt. War das ein großer Fehler in deinen Augen? Naja, ich muss dazu sagen, ich bin ja nur Außenstehender gewesen, aber habe natürlich bin ja natürlich im Fußball immer ganz dicke drin, kriege alles mit. Gerade auch dadurch, wo ich Bild-Zeitungskolumnist bin, aber diese Geschichte, ich glaube, das war nach meinem Suspendierung am FC Bayern der zweite große Fehler beim FC Bayern. Wobei man dazu sagen muss, dass der Marc nicht in der Pizzeria war. Nein. Klar, ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, aber ich habe ja auch nichts gemacht, aber das nebenbei. Nur Pizza gegessen ist nein, klar. Nein, die Problematik an dieser ganzen Geschichte, man hat sie ja dann in dem abgelaufenen halben Jahr dann danach gesehen. Man hat dann auf einmal diesen Typen auf dem Platz nicht mehr gehabt, der dann, wie es damals bei uns Stefan war, war ja auch immer, der Stefan hat ja immer zum richtigen Zeitpunkt, hat er dann irgendwann mal etwas gemacht, was andere nicht gemacht hätten, zum Beispiel sich mal eine gelbe Karte abgeholt, ob das jetzt mit dem Foulspiel war, mit einer Provokation oder sonst irgendwas. Und wenn du dann diese Spieler, die dann auch lange Jahre Führungsspieler in einer Mannschaft waren, in einem Verein waren, wenn du die über Nacht verlierst, die Mannschaft hätte sich gewünscht wahrscheinlich das, aber es gab da halt einen Herrn, der anderer Meinung war, warum auch immer, stand ja dann letztendlich alleine mit dieser Meinung. Für die viele Außenstehende, muss ich sagen, und auch für mich war es nicht nachzuvollziehen, dass man Marc hat gehen lassen. Ich glaube, dass man Marc immer noch, auch heute, noch in der Bayern-Mannschaft gut gebrauchen könnte. Fragen wir ihn einfach mal selber. Marc, das ist tatsächlich eine Geschichte, die auch viele Fans ratlos zurückgelassen hat. Wir haben ja den O-Ton auch gerade von Van Raal gehört, der dich über den grünen Klee gelobt hat. Und man hatte lange Zeit das Gefühl, das war fast ein Vater-Sohn-Verhältnis. Und plötzlich hört man, ihr habt euch in der Kabine angeschrien, plötzlich bist du weg. Was ist da passiert? Angeschrien, weiß ich selber nicht, aber... Du warst doch dabei. Ja, doch, deswegen weiß ich es nicht. Ach so. Nein, aber das sind Geschichten, die nachher rausgekommen sind, die teilweise stimmen und teilweise auch nicht. Aber es hat auch keinen Sinn, was da passiert ist. Aber nur eines, ich habe mich nicht mehr hundertprozentig wohlgefühlt bei den Trainer und bei den Vereinen habe ich überhaupt keine Unstimmigkeit oder was auch immer. Ich fühle mich sehr wohl, auch wenn ich jetzt wieder zurückkomme. Es freut mich wirklich, um alle zu sehen. Aber für mich war es auf einmal ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich einen nächsten Schritt machen, weil ich kann nicht mehr so spielen, wie ich das selber will. Und ich fühle mich nicht mehr so wohl, wie ich mich gefühlt habe hier 4,5 Jahre. Und da habe ich mit meiner Familie geredet und mit meinem Berater, Mino Raiola. Und da haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt? Spielen wir weiter, bis Kapitän. Ich war ein sehr stolzer Kapitän. Und es ist auch schon kurios, wie du selber sagst, der Kapitän von einer großen Spitzenmannschaft in Europa wechselt in Januar. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Also die Situation war auch nicht einfach für mich, um der Verein zu sagen, bitte lass mich gehen.
Das ist besser für mich und vielleicht auch besser für die Mannschaft. Den Schritt haben wir trotzdem haben wir den genommen. Das hat mich sehr schwer gefallen. Und wenn dann AC Mailand kommt, dann ist es noch mal einfacher umzugehen, weil AC Mailand hat die meisten Titel in die ganze Welt gewonnen. Das steht auch auf dem Trikot. Also, das ist nicht gelogen. Also von daher ist es für mich noch ein Schritt voraus, sicher auf mein Alter, dass sie noch mal Vertrauen in mir haben und sie wollten mich sehr, sehr gerne haben. Und das hat mich sehr gut getan und ich habe mich da sehr gut eingelebt und ich fühle mich pudelwohl in die Mannschaft. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, so wie ich das auch gerne gemacht habe als Kapitän sein, wenn ein neuer Spieler bei Bayern München kam. Dann habe ich den so empfangen, dass er sich sehr schnell wohlfühlt, dass er gleich auf sein eigenes Niveau spielt. Das ist gut für ihn, für die Mannschaft und für den Verein. Und so haben sie mich auch empfangen in Mailand. Und deswegen habe ich auch gleich mein eigenes Niveau erreicht und sind wir Meister geworden zusammen und habe ich noch ein Jahr Vertrag dazu gekommen. Und mit meinem Alter ist es natürlich nicht so selbstverständlich, dass man noch einmal einen Vertrag kriegt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass viele Bayern-Fans sagen, und auch Mario, wenn ich es richtig verstanden habe, da ist natürlich eine große Lücke jetzt auch hinterlassen worden beim FC Bayern. Darüber reden wir gleich weiter hier im Audi Star Talk. Bleiben Sie dran. Applaus